Hallo zusammen, es ist Freitagabend, Salve a tutti. Wir haben 17.45 Uhr. Na, macht's noch Spaß? Also, ich finde das sehr heftig. Und was der Markt hier macht, meine Meinung war ja, dass dieser Teil hier, ich mach's mal ein bisschen größer, das war eine schöne Sache, dass der aus dem Band raus und wieder reingegangen ist. Das hat er da mal akzeptiert bis heute Morgen. Dann verließen sie ihn. Ich frage mich ehrlich, was haben denn die Leute erwartet, was der da in Jacksonville sagen soll? Ja, wir sitzen hier bei Spare Ribs, haben noch ein Bier dabei. Also, der muss warnen davor, was der Markt macht. Ich bin also schon überrascht, dass die Märkte, also auch Nasdaq, Dow, dass die hier sowas auf die Nase bekommen. Also das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Aber gut, es ist so, das muss man hinnehmen. Der Markt hat immer recht. Was mich, ich muss mal ganz kurz mit euch hier auf den 5-Minuten-Chart gehen, was mich irritiert bei diesen Märkten. Ja, ich mach mal. Ja, doch, kann man auch hier sagen. 10 Minuten ist schöner zu zeigen. Was mich irritiert ist, da saufen wir, ich mache das mal so, da kriegen wir hier was richtig auf die Nase. Wir verlieren von 350, also 13.350 auf 13.166. Gehen noch weiter runter, gehen sogar hier, wo war das hier, bei 13.130, machen dann so eine Kerze hier hin, diese da. Machen nochmal ein Doji hin und dann knallen sie runter. Also, das ist schon, das ist das, was es schwierig macht. So gerade auch für Daytrader. Da kann mir kein Daytrader erzählen, dass das logisch ist oder einfach oder sonst was. Ich halte das für schwer. Und es ist Zufall, ob ich da mal irgendwo dabei bin. Natürlich hat man Marken, die habe ich auch. Ich habe da auch zweimal gehandelt. Einmal war recht gut und das andere war mehr oder weniger plus minus null. Aber à la longue ist das einfach schwierig. So, hier sind wir jetzt hier und ich mache mal groß. Wir haben heute hier und jetzt, wobei ich lüge schamlos, jetzt im Moment ist der DAX bei 12.953. Sind wir also noch ein bisschen hier unten? Sind wir irgendwo hier, da. Von dieser letzten Bewegung, die wir haben, haben wir heute genau aufs 61,8er aufgesetzt. Ja? Ein bisschen drüber, das darf man, das ist ja, das habt ihr gelernt von der Karin Roller, die Leute, die den Film, die Filme gesehen haben von ihr. Das ist eine Zone, das ist kein Punkt, das ist eine Zone. Und habe dann auch noch eins gelernt, es gibt ja noch weitere, ups, das war falsch, es gibt ja noch weitere Fibonacci-Linien. Wo sind sie? Hier. Wenige erweitert. Da kommt jetzt hier noch das 76er rein. Das 76er ist das, wie nannte sie das? Ich glaube, Last Line of Defense oder sowas. Das ist bei 12.754. Ich gucke nicht so sehr da drauf. Meine Erfahrung ist, dass das mehr mit Elliott-Wellen zu tun hat. Deswegen, ich lasse es weg. Ich wollte es euch aber wenigstens nicht vorenthalten. Wir sind jetzt hier an dem, das ist eine kleine Unterstützung, ja. Aber wenn ich mir das hier alles anschaue, das ist immer noch alles negativ. Ja, das hatte so einen schönen Ansatz, ein bisschen besser zu werden, ein bisschen zu stabilisieren. Nichts passiert. Auch hier, wir sind bei 13,43. Das hat jetzt also seit Mittwoch überhaupt nichts gemacht, der Oszillator. Und macht hier mal ein bisschen hoch. MACD weiter negativ. Da ist nichts. Ich habe jetzt hier keine gescheiten Gaps, an denen man sich irgendwie festhalten könnte. Aber was mir missfällt, ist die Tatsache, dass das obere Band deutlicher aufgeht und natürlich das untere und wir unterhalb des unteren Bands geschlossen haben. Schick ist anders. Von daher gefällt mir das jetzt nicht so sehr kurzfristig. Und der nächste Punkt, den ich habe, wäre also hier, das wäre dieses Tief über 12.829. Tja, also mehr fällt mir jetzt so nicht ein. Ich sehe momentan keinen Stabilisierungsansatz, soll ich sagen müsste, ich müsste jetzt mal hier irgendwo was kaufen. Ich habe auch das eine andere gekauft. Ich habe also heute auch die Adidas, das hatte ich gestern einen Film gemacht, habe ich heute gekauft, auch zu früh bei 153. Aber die fliegen auch bei 149 raus. Ich habe noch ein bisschen Lufthansa, die habe ich aber immer irgendwo da drin. Was habe ich sonst noch? Na gut, dann die Berkshire-Geschichte und der Indienfonds. Darüber hatte ich mal kurz gesprochen. Und Activision Blizzard. Aber das ist eigentlich auch alles. Ich bin bei 15% vom Depot und die müssen sich jetzt hier erst austoben. Ich brauche hier, um überhaupt irgendwas kaufen zu wollen im Index, brauche ich eine Umkehrkerze im Sinne von mindestens eine Stunde. Eine weiße, große Kerze, eine Stunde, die dicht hier reingeht. Sonst kann ich das hier nicht machen. Ich muss dem Markt jetzt erstmal seinem Newtonschen Gesetz der Schwerkraft überlassen. Vorher hat es keinen Sinn. Dennoch habe auch ich Scheine vorbereitet.
und das sind diese hier. Ich muss die ändern zum Mittwoch. Ich habe die ein bisschen runtergenommen. Das eine ist 12.347. Da sind wir hier unter diesem Low, was wir hier hatten. 12.347, kaum mehr. Im Moment ein 21er Hebel, das ist die KE9MVK. Und vom Put her bin ich auch ein bisschen runtergegangen. Der letzte war bei 13.800. Da bin ich jetzt auf 13.547 gegangen. Da sind wir ungefähr hier hinter der 20-Tage-Linie. Auch ein 21er Hebel. Das ist die KG6KDORA-M. Der muss ich jetzt am Montag oder übers Wochenende mal austoben. Ich kann jetzt hier nicht feststellen, ob wir weitere 500 Punkte runtergehen, was der Chart eigentlich sagt. Also zumindest mal 100 oder 200 Punkte weiter runter. Oder ob wir jetzt hier langsam mal drehen. Zum Drehen scheint es zu früh zu sein, obwohl hier unten alles schon tief ist. Aber nur weil es tief ist, heißt das nicht, dass es gleich hochdreht. Ich habe kein eindeutiges Kaufsignal, also muss ich den Markt jetzt erstmal ein bisschen plumpsen lassen. Und das sollte gehen hier in dem Bereich 12.750. Tja, ob ich die 200 Punkte jetzt noch mithandle, weiß nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.